Und damit von der Sonderfolge von Let's Play Mario Golf Super Rush Online. In der letzten Folge haben wir den Bowser-Vulkan gemacht im Speedgolf. Und Leute, ich sag's euch, wie es ist. Am Ende war es wieder mega knapp. War es nicht. Natürlich war es knapp. Der letzte Kurs hat entschieden. Und ich sag nicht mehr dazu. Aber der letzte Kurs entscheidet sich immer. Genauso wie jeder andere davor. Oh. Nee, das wäre dumm, wenn wir jetzt hier das so machen, weil das ist echt unfair. Weil es hier halt nur einen Schlag gibt, deswegen machen wir alle gleichzeitig. Dann kannst du am Ende auch nicht sagen. Anders sagen. So, erstmal kurz. Also ohne das werde ich nicht mehr an dich rankommen, dass du warten musst. Naja, das werden wir sehen. Ich mache jetzt aber immer ein Hole-in-One und dann ist das easy. Dann hat sich das natürlich erledigt. Ich sage, ich schaffe nicht mal eins. Das ist schon mal sehr optimistisch. So wie ich halt bin, ne? So wie er halt ist. Und ich habe viel zu weit geschlagen. Wir nehmen hier wieder die Damen. Als mal andere Damen. Oh Gott. Ja, auch bin ich so weit hinten. Ja, die anderen sind da eh früher dran und schlagen schneller. Ja, doch nicht. Was knapp? Nee. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt rechts oder links war oder davor. Wenn es davor war, dann ja, ansonsten nicht so wirklich. Start nach Mars, würde ich sagen. Und direkt weiter. Und ich finde die Musik sehr gut. Ich liebe diese Musik. Hast du überhaupt schon mal Odyssey gespielt? Ganz kurz, ja. Nein! Was passiert hier? Also Bowser Jr. war vor uns und dann kam ich, okay. Boah, wenn das letzte Loch ist, Jan, wenn das so knapp ist und dann entscheidet das, boah, das wäre krass. Oh, erstmal verschluckt, ey. Machen wir das jetzt eigentlich auch wieder zweimal? Ja. Ist jetzt die Frage, je nachdem, wie lang der Part ist, aber sollte eigentlich zwei Parts sein. Außer ja, natürlich, wenn das zwei Parts. Es geht ja voll schnell. Ah, ich hab. Ach du Scheiße, war das zu weit. Ich hab ganz kurz, dass es vielleicht Flagshot wird und es dadurch noch reingeht, aber nein. War oder Kacke. Aber macht eh nichts mehr aus. Huh. Erster Hole-in-One im Part, meine Freunde. Hast du jetzt ein Hole-in-One? Du hast es gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Nee, hab ich nicht. So wird hier also aufgepasst. Skandal. Ich achte nur auf mich, so wie das sein muss. Oha! Jeder kämpft hier für sich alleine. Kann man so sagen. Wie lange ich kann keinen Sprint machen, weil man fliegt doch viel zu weit! Noch ein Hole-in-One! Ja, Jan. Na doch, wohl. Wollen wir so weitermachen? Alter, komm. Wie viel schaffe ich noch hintereinander? Nee, das reicht jetzt. Also zwei hintereinander ist schon gut. Ja, warte, zwei Hole-in-One-Streak. Ah, cool. Ja, nee, hier schaffe ich das nicht. Hier ist es schon schwer. Einfach fast parallel geschlagen. Nee, das war viel zu weit weg. Oder? Na doch. Ich hab gedacht, er rollt zurück. Was ist denn los?
Wird das alles nicht mehr schön langsam? Ja, wie gesagt, das ist, wie gesagt. Alter, was machen die Leute, wie die Menschen von oben aussehen? Nein! Oh Gott. Hallo. Natürlich macht er rein. Als ob man da liegen bleiben kann. Der geht rechts vorbei. Das war leider links. Weißt du, die bei ihr schwebt sogar ihre Golftasche. Die macht sich's einfach. Macht sich's einfach einfach. Oh, das ist cool. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich muss diese Löcher genießen. Nee, hier nicht sprinten, sonst fliege ich, glaube ich, drüber. Nein, was wurde mit meinem Ball gemacht? Was wurde mit deinem Ball gemacht? Hey, wo ist der Ball? Hä? Bist du runtergefallen? Ja. Aber wie? Warum sollte ich ihn jetzt putten? Warum war das putten? Hä? Weil putten da die bessere Wahl ist. Hättest du Dollar gemacht, wäre der auch reingegangen. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass das Putten ist. Hab ich drauf gehabt. Was ändert das an deiner Schlagstärke? Ja, wenn ich davor bin und nicht Putten mache, dann mache ich so, dass es vor dem Ding ist. Und hätte ich gewusst, dass das Putten ist, hätte ich es ein bisschen stärker gemacht. Das ist richtig. Dann müssen sie aber auch vorher sehen, was sie für einen Schläger in der Hand haben. Ja, normalerweise hat man dann immer den in der Hand. Das stimmt, aber du warst ja auf einem gewissen Material. Ist immer auf einem gewissen Material. Ja, aber ein gewisses, bei einem gewissen passieren gewisse Gifts. Warum habe ich mich dazu entschlossen, dieses Spiel mit dir zu spielen? Hä, warum denn nicht? Frustriert davon nur noch. Es gibt noch genug Möglichkeiten, wo du gewinnen kannst, ja? Aber ich sag schon mal vorher, Battle Golf und Zielscheibengolf ist aus der Wertung, wo ich sage, ich muss unbedingt gewinnen, weil. Das ist ein Fun-Modus, der nicht mehr so viel damit zu tun hat. Aber grad, bist du oder bist du nicht mehr in der Dings? Hä? In der was, hä? Was war gerade deine Aussage? Dann finde ich es nicht mehr so schlimm, wenn ich da verliere. Ach so, hä? Ja gut, ich habe gerade verstanden, da willst du auf jeden Fall gewinnen, weil es damit nichts zu tun hat. Ich so, hä? Nee. Gar keinen Sinn. Alter, Luigi hat nur One gemacht. Ach, schön für Luigi. War das nicht mal dein Main? Ja. Was passiert? Tiger kam dazu. Ganz einfach. Wie ist das eigentlich passiert? Tiger ist cool, ganz einfach. Ja, okay, aber das fandest du ja damals, wie es aussieht, nicht. Hallo, wo ist mein Ball? Gab's denn beim Dings? Was? Beim Gamecube. Achso. Nee, ich meine jetzt allgemein als Charakter, weil du Luigi immer mochtest. Ja, aber Shy Guy auch. Nee, den gab's nicht beim Gamecube, aber zum Beispiel bei Tennis und Baseball. Was ist Baseball? Ja, das kommt auch noch. Und ihr werdet euch freuen, es wird auch der amerikanische, also der Teil, der nur in Amerika rauskommt, kommen. Das wird mega. Aua. Schönes Birdie. Ah. Jetzt würde ich es gefallen tun können, wenn du es im Let's Play wenigstens die Computer nicht so stark gemacht hättest, aber nicht mal den Gefallen tust du mir. Ja, aber hier ist es auch dumm, die Schwächer zu machen. Hier ist es erst recht schlau.
Weil die ja nicht mal Zeit zu überlegen brauchen, wie sie schlagen. Die haben es ja instant. Ja, okay, aber du hast das trotzdem das Problem, wenn du auf einer längeren Map bist, dass du mehr Fehler machen kannst. Was mache ich denn? Was, Hole in One? Ja, okay. Ich wollte gerade springen, dann sagen sie mir Hole in One. Schon das dritte von meinen Freunden. Ja, sei doch ruhig. Oh! Der Streamer spielt Mario Kart 8. Der wer? Der Streamer, wo ich dabei war kurz. Der ist wer? Der wer? Genau der, ja. Der wer denn? Kennst du dich? Dann sag mir doch wenigstens den Namen. Habe ich dir schon oft gesagt. Nein, nein. Ey. Hallo. Ich will... Ich darf nicht. Ich werde nur gemobbt. Der Einzige, der bei diesem Spiel gemobbt wird, bin ich selber. Von wem? Von dem Spiel. Ach so. Und von dir. Nee. Mich würde mal interessieren, wenn wir einfach mal Rollen tauschen würden. Und du einfach in einem Spiel immer kacke bist und auch nie wirklich besser wirst. Und ich einfach immer gewinnen würde. Wie du. Wie es dir dabei gehen würde. Das wird halt nicht passieren. Es gibt ja genug Spiele. Du bist selbst nicht mehr optimistisch, wenn du genau weißt, dass du verlieren, dass du gewinnen wirst. Ja, doch. Das er sagt ja die ganze Zeit, oh hier, das schaffst du und jetzt wird es knapp. Und zutrifft, Jan. Ja, die Spiele, wo du zutrifft, wirst du nicht mit mir spielen. Among Us. So ein Scheißspiel spiele ich nicht mehr. Ich hab's oft genug versucht. Hat nicht einmal wirklich Spaß gemacht, also nee. Ja doch, in der Community mit Leuten, die man so gut kennt. So ich kannte die Leute sehr gut. Trotzdem hat es keinen Spaß gemacht. Das war schon cool, aber wie gesagt, ich kann halt nicht gut lügen. Ich kann auch nicht das gut lügen, aber ich kann gut einfach so reden, als ob das keiner merkt, dass ich lüge. Oder ob ich die Wahrheit spreche. Nein. Hä? Also, ich dachte, das wäre knapp gewesen. Fühl ich wieder drüber. Macht mich wütend langsam. Ah! Er hat, ob das drin bleibt. Ich wollte vollkommen zurückprallen. Hör doch mal auf! Damit erreichst du auch nichts. Doch. Freude im Leben. Ach so. Versand kommt das auch morgen. Ich will auch noch Hole in One machen, ist das zu viel verlangt? Ich will eins machen. Kann ich aber nicht. Nee. Du verdienst das jetzt nicht, nachdem du das machen wolltest. Will ich was machen wollen? Ja, einfach neben das Loch schlagen. Beziehungsweise zu doll schlagen. Du musst das immer noch verlenken. Vor allem bei 4 Meter Winze, mein Freund. Irgendwie ist es jetzt hier voll gar kein Kampf. Also weder die anderen kommen zu mir, weder du hast noch eine Chance auf irgendwas anderes. Ja, das ist einfach. Das wird sich gleich ändern in dem anderen. Komme ich da hoch? Muss man doch nicht ändern, die Computer sind zu stark. Soll ich sie wirklich einmal schwächer machen? Jetzt bin ich Laune eh am Arsch, das brauchst du das auch nicht mehr. So ein Quatsch. Wenn deine Laune am Arsch ist, dann sieht das aus. Dass ich irgendwie voll drüber ziehen wollte. Ich wollte dir eigentlich zeigen, dass meine Laune am Arsch ist. Nicht ganz. Jetzt sind wir wirklich fast an dem Punkt, wo ich sage, so
Nach den Punkten her bin ich sogar doppelt so gut wie du gerade. Oh nein, es ist das. Hier muss man noch weiterschlagen, oder? Ja, noch ja, 0-1 zum Ende. Ja, ich würde sagen, neuer Rekord mit 4 Hole-in-Ones. Mega. Wer hat jetzt gewonnen, Luigi oder Bowser Jr.? Das ist echt knapp bei denen. Jetzt weiß ich es immer noch nicht. Ja, was wir gleich sehen. Was für eine Überraschung. Oh, Luigi. 61 Punkte, meine Freunde. Ich glaube. 4x16. Ne, 4x18. 72 wäre es maximal oder so. Und ja, dann machen wir am nächsten Part hier weiter, nämlich mit dem Profi-Layout. Und wir hoffen, dass Jan da mehr reißen wird. Wir hoffen, euch hat der Part gefallen. Dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.